Moin Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu Phantom Doctrine. Wir sind in Kapitel 3, die Manchurian-Verbindung, und werden jetzt einfach mal ganz schnell, bequem eine Beholderzelle stürmen, die uns schon wieder ordentlich auf den Sack geht. Und Jin wird hier in wunderbarer Tarnung, Mütze, perfekt. Ah, können wir uns wieder als Pornobauarbeiter verkleiden? Das sieht doch fast ein bisschen so aus, oder? Komm schon, gib mir den hübschen Bauarbeiter. Ich will die Porno-Sonnenbrille. Ja, gehen wir jetzt so ganz hässlich hier rum. So, Indigo wollten wir auf jeden Fall mitnehmen. Sickle auch, das stimmt schon mal. Eispickel und Schiene wollte ich allerdings mal zu Hause lassen. Und stattdessen wollte ich Schütze mitnehmen. Und Magnate. Magnate? Nein, Magnate stimmt nicht. Marlin. Genau. So, das ist unser Team. Kodiak hier super geil verkleidet. Wir können leider immer nur eine Verkleidung mitnehmen. Jonas hervorragend ausgerüstet, wie immer. Napoleon wird wie so häufig für uns spotten. Und dann schauen wir mal. Wer hat denn alles Schalldämpfer dabei? Sickle, Indigo, Jonas und unser guter Freund Jin haben alle einen Schalldämpfer drauf. Die können wir also benutzen. Und Marlin und Schütze sind dann das schwere Kommando, das irgendwo weiter hinten warten muss, wenn wir irgendwas stürmen. Die übernehmen die Sicherung. Gut. Schauen wir mal. Geerdeter Marschall, wir greifen eine bedeutende Einrichtung der Verschwörung an. Rechnen Sie mit hohen Sicherheitsmaßnahmen und schwerem Widerstand, einschließlich feindlicher Agenten. Anführer der Zelle eliminieren. Ja, kriegen wir doch hin, oder? So, dann schauen wir mal. Was können wir denn hier reißen und wie sieht sie überhaupt aus? Ach, das ist wieder so Unmengen von kleinen Gebäuden. Das Gebäude hier hinten komplett uninteressant für uns. Hier gibt es richtig viele Container. Wir könnten auch hier bei den Containern starten. Und drüben gibt es direkt eine Videoüberwachungsanlage, die wird so halb von der Kamera beschützt. Das sieht aber nicht so aus, als wenn es wirklich sinnvoll wäre. Ja, ich denke, wir werden. Wo ist denn die Startzone hier? Da werden wir starten, in drei, glaube ich. Zwei ist da drüben, eins ist hier drüben. Hier gibt es noch ein paar Dokumente zu klauen. An diesem Außengebäude. Hier hinten gibt es ein Safe. Und wo ist denn unser Einsatzziel? Das wissen wir gar nicht. Das ist sowas von geheim. Ja, ich schätze mal, die Agenten werden alle hier drin rumgurken, ne? Ja, wir starten hier bei den Containern, würde ich vorschlagen. Und dann schauen wir mal, wie es hier hinten aussieht. So, ja, interessante Frage. Wo habt ihr Fenster hier? Osten wäre möglich auf jeden Fall. Schöner wäre aber auf jeden Fall Norden. Ah, die Fenster hier sind vergittert, ne? Da können wir nicht rausspringen. Hier, das hier ist vielleicht zu klein. Hier drüben ist alles vergittert und mit Lasern gesichert und ach, ist das Kacke. Müssen wir mal gucken. Wird schon hinhauen. Wir haben ja sechs Leute dabei. Ja, die können wir erstmal schön aufteilen hier. Ja klar, immer. So, und hier ist natürlich. So, wo ist denn unser Freund Kodiak? Du bist auch mit hier drüben gestartet. Warum denn? Welchen Grund gibt es dazu? Aha, da haben wir also direkt schon mal einen Polizisten. Lassen wir den Rest vielleicht erstmal hier stehen oder schauen wir uns die Nebengebäude an mit dem Rest? Das wäre vielleicht eine gute Sache, oder?
So, das lassen wir Schütze und Marlin erledigen. Die können mal nach da drüben so ein bisschen rennen und sich mal die anderen Gebäude angucken. Wir haben ja eh keine schallgedämpften Waffen dabei. Und der Rest überlegt sich hier schon mal. Also Jonas wird sowieso auf jeden Fall ganz hart hier Jin beschützen. Kommen wir hoch auf die Container? Oh, wir können, aber wir sollten nicht. Wie viel Zeug gibt es denn hier? 7 Mal Beute und 6 Dokumente. Die habe ich überhaupt nicht so gesehen. Also, versteckt sich hier in den Containern irgendwie was? Nee, oder? Also wir könnten auf die Container, wir sollten aber nicht. Gut zu wissen. So, dann kommen wir hier rüber, Jonas. Kannst hier ein Auge offen halten. Ich habe gerade überlegt, vielleicht können wir uns jetzt zum Hintereingang schleichen. Ja, wir wissen halt noch gar nicht, wo wir hin müssen. Das ist so ein bisschen unser Problem. Hier, das Dach ist gar keine Sperrzone, sehe ich das richtig? Das Dach ist echt nicht als Sperrzone gekennzeichnet, interessanterweise. Das heißt, da könnten wir direkt hoch und hier durchs Fenster ballern, oder was? Ich meine, gut, wir kommen von dem Dach aus auch nirgendwo hin, aber... So, die beiden bewachen hier drüben die Ecke. Wird schon hinhauen. So, da oben haben wir direkt eine Agentin mit einem Typen. Da müssten wir also gegebenenfalls stürmen. Oder sonst irgendwie versuchen, mit mehreren Leuten da reinzukommen. Don't sneak up on me like that. Oh, könnte interessant werden. So, hier drin ist gar nicht allzu viel los, wie es aussieht. What up? So, Jonas parkt sich mal hier an dieser Ecke, würde ich sagen. Sickle benutzt diese Ecke hier. So, Schütze und Marlin, wie sieht es denn bei euch aus? Habt ihr ein Fenster irgendwie gerade in der Nähe? Nee, aber da ist zumindest eine Tür, die nicht videoüberwacht wird. So, wir müssen sämtliche Feinde eliminieren. Und ich würde natürlich trotzdem super gerne irgendwie mit der Agentin anfangen. Obwohl, wenn wir die dazu bringen, sich zu bewegen, sollten wir vorher aber Dokumente einsammeln. Na, ich bin mir noch nicht ganz schlüssig, wie wir das am besten handhaben tatsächlich. Hier haben wir schon mal ausgeschaltet, Sicherheitsvorrichtung. So, hier oben ist noch ein Safe drin in dem Raum. Ist es der, der hier drin war? Ne, ich glaube nicht, ne? So, da drüben ist die nächste Konsole dann für Kodiak. Ja, das ist gut so, Schütze.
Hier ist echt niemand drin. Wirklich jetzt? Ja, gut zu wissen. So, gut, ja. Wo ist die Tür? Da ist die Tür. So, Schütze, erzähl mir mal, kommst du da in einem Zug hin? Nee, gar nicht. Marlin wahrscheinlich auch nicht. Könnte das aber schaffen. Ja, vielleicht auch nicht. Sie hier hinstelle. Nee, schafft sie trotzdem nicht. Okay, dann halt nächste Runde. Hier ist eine ganze Menge los. Nee, so. So, Laserbarriere aus. Sehr schön. Hurry up, they'll be here any minute now. Ja, na dann hol doch mal hier das leckere Dokument. Ja, auf die Dächer dürfen wir ja echt nirgendwo. Schade eigentlich ein bisschen. Bisher haben wir auch nur einen feindlichen Agenten ausgemacht. Oha! Panzerbrechende Munition und ein Dokument. So, gibt's hier. Ja, hier oben gibt es hundertprozentig noch was, oder? Ja, Dokument. So, Marlin, komm mal wieder raus hier. Wohin gehen wir denn als nächstes eigentlich? Hier drüben, würde ich sagen, ne? Ja, wir benutzen mal den Eingang, zu dem wir auch reingekommen sind. Sicher ist sicher. Gut, gut, gut das. Ja, da drüben die beiden auszuschalten, das geht eigentlich fast nur mit Sturm, ne? Und dazu müssen wir halt unauffällig Leute da reinbuxieren. Ja, was natürlich auch ein bisschen nicht ganz so einfach ist vielleicht. So, es guckt hier gerade echt niemand. So, 4 von 6 Dokumenten haben wir schon mal. Und das Ding ist... Ah, da drüben. Da ist auch ein Koffer. Mhm. Dann würde ich sagen, setzen wir uns doch mal in Bewegung in diese Richtung. I'm with you 100%. So, Schütze, langsam würde ich sagen. Zumindest nicht überhastet schnell. Drüben scheinen gar keine Patrouillen zu sein. Das ist... Ah, da ist Agent Nummer 2. Von dem sollten wir uns fernhalten.
Und der hat 117 Punkte. Das heißt, hier müssen wir auf jeden Fall stürmen. Oh, das wird knifflig. Müsste aber machbar sein. So, wenn ich mir hier einen Spotter ranhole, damit RCS hier mal so ein bisschen mehr ausleuchtet, den Raum. Stellen wir fest, da ist tatsächlich sonst niemand. Ich gehe mal hier hinten rum. Ich wollte gerade sagen, ist da noch ein Agent? Sieht nicht so aus. Aber der Raum da ist natürlich ein bisschen voll, ne? Puh. Ach, da ist so ein hässlicher Tarantel. So, Kodiak, erzähl mal. Wie safe ist es hier drin? Oh, überraschend safe. So, das muss die letzte Kamera gewesen sein. So, jetzt schauen wir mal, ob wir hier von hinten an den Typen rankommen. Ja, sieht so aus. Hurry up, they'll be here any minute now. Dann können wir doch hier schon mal einen Agenten auf jeden Fall ausschalten, würde ich behaupten. I read you. Puh, das wird ein Spaß, denke ich, den Typen zu erledigen. So, Marlin und Schütze, wohin mit euch? Wo müsst ihr euch noch umgucken? Ich glaube, das war's schon. Wo kann ich denn überhaupt evakuieren, Leute? Erzählt mir das doch mal. Einmal hier und einmal hier vorne. Das ist natürlich beides. Hier könnten wir dann komplett durchs Gebäude gehen. Hier müssten wir uns noch ein bisschen weiter bewegen. Okay. Würde ich sagen, die müssten eigentlich hier diese Ecke bewachen. Irgendwie. Aber erstmal werden die aufpassen, dass hier halt nichts schief geht. Ja, genau. Guckt mal alle da in die Richtung mehr. Dann kann ich hier in Ruhe den Koffer plündern. Ja, das sieht gut aus. Mhm.
45er und eine leichte Panzerung Mark II. Endlich mal eine 45er. So, da muss ich mal kurz checken, wie viel von dem Zeug mir hier eigentlich noch fehlt vom Loot. Noch viermal Loot und zwei Dokumente. Okay, die Dokumente könnten tatsächlich einmal hier oben drin sein. Und hier drin war ja, genau, da ist auch noch ein großer Spind. Ich weiß halt nicht, wie viel Loot da jeweils drin ist. Da könnten die vier Loot drin sein. Kann auch sein, dass ich irgendwo absolut was übersehen habe. Weil ich keinen Plan habe, wo das sein sollte. Und hier die große Halle habe ich eigentlich komplett abgegrast. Und so viele Gebäude gibt es ja auch nicht. Okay, gut. Ich würde gern außen rum gehen, um das mal zu checken hier. Ja, sieht aber alles sauber aus. Das hört man doch gern. Don't sneak up on me like that. So, dann warten wir alle, bis wir hier in Position sind. Und dann können wir nächste Runde, denke ich schon, da reinstürmen und den Agenten vollkommen kalt erledigen. Bleibt man noch hier hinten einfach. Bisschen chillen. Ich denke, hier, die kann man halt auch zu dritt auseinandernehmen, ne? Das müsste eigentlich ohne Probleme machbar sein. So, hier machen wir einmal die Tür zu, bitte. Dankeschön. Ja, die stehen beide irgendwo da hinten. I trust this is important. So, Schütze, nee, du mal nicht. Der könnte von da hinten echt stürmen. Ja. Oh, ich dachte, man muss sich echt ziemlich genau an die Türen stellen. So, Jonas macht 125 Schaden, der kann, glaube ich, einmal schießen. Indigo macht 78 Schaden, ich weiß nicht, die kann drei oder fünfmal schießen. Und Sickle halt genauso, das sollte eigentlich alles reichen. That you? Kann ich den stabilisieren? Na, scheinbar nicht. Kann ich den wenigstens verschwinden lassen? Oh, eine Cobra, eine 45er und noch ein geheimes Dokument. Ja, so langsam nähern wir uns doch hier. Dem Soll. What up? So, und Jonas stellt sich mal hier draußen hin, bewacht die Tür.
So, da ist ein lustiger Zivilist. Mhm. So, jetzt müssten wir langsam nämlich anfangen, hier draußen die Typen zu beseitigen oder halt die hier drüben. Schütze wollte ich natürlich haben. So, die können uns ja hier relativ egal sein. Ich muss mir halt langsam mal Gedanken machen, wie ich hier oben diesen Raum stürmen kann. Dazu müsste ich im Prinzip unten die ganze Halle clearen. Das könnte problematisch werden. Im Prinzip müsste ich, glaube ich, hier jemanden halt durch das Fenster die Leiter hochschmuggeln, möglichst schnell. Ich meine, bis jetzt habe ich noch nicht so richtig viele Leute ausgeschaltet, ne? Das ist halt ein Vorteil im Moment. Ich könnte auch über die Außentreppe gehen. Wie sieht es denn damit aus? Wenn ihr hier gerade nicht zum Fenster guckt, könnte ich mich doch hier drüben positionieren. Oder vielleicht sogar reinrennen und Leute einfach Judo shoppen, quasi. So wie Captain Kirk. Ja, ich glaube, die Außentreppe ist tatsächlich ein bisschen günstiger für uns. So, Indigo, kannst du den Typen verschwinden lassen? Jeez, I thought it was somebody else. Ja, das finde ich schon mal gut. Das ist die richtige Einstellung. Wo rennt denn der hin? Da hinten zurück, okay. Ja, die sind hier echt nur zu zweit drin, ne? Niemand hat Sichtlinie. Das heißt, ich müsste eigentlich wirklich, wenn dann die Agentin ausschalten und dann von unten schnell nachgerannt kommen mit jemandem, wenn halt das gerade unbeobachtet ist. That you? Normalen zum Beispiel könnt ihr hier... Ach, hier oben ist noch nicht mal Sperrgebiet. Stimmt das? Ach, der hat gerade keinen Bewegungspunkt mehr. Okay, alles klar. War ohne Quatsch, Leute. Ne? Ich könnte jetzt einfach reinrennen. Und den Typen erledigen.
up. They'll be here any minute now. So, der dreht sich nämlich auch nie um, wie es aussieht. So, und dann kann der Rest nämlich einfach hier unten einbrechen. Sich die Typen greifen. Und dann sind wir schon mal 5 Leute los. Ist immer wichtig. So, dann hätten wir 5 Typen und dann müssen wir, glaube ich, nur noch die Polizisten, die irgendwie so ein bisschen verstreut sind, erledigen, oder? Ne, hier oben ist noch einer. Ja, und dann 3 verstreute Polizisten, denke ich. Ja, es hört sich nicht so schwierig an. So, der kommt sogar direkt bis zum Fenster. Da hinten ist ein Polizist. Am Gebäude, den kriegen wir auch super einfach. Die beiden vor dem Gebäude gucken auch irgendwie gar nicht in unsere Richtung. So, da haben wir auch schon unsere Agentin, die wir dann klauen werden. Ich parke euch mal gerade draußen beide vor der Tür. So, alles eingesammelt. Eine schwere Weste und ein G3 haben wir noch. Indigo, wie weit kommst denn du? Schafft es bis hier rein. Ich habe gerade einen Polizisten aus den Augen verloren. Dürfte aber nicht weiter schlimm sein. Don't sneak up on me like that. So, Jonas schnappt sich ihn hier. Geh doch nicht durch die Tür, spring doch durchs Fenster, Junge. Was ist denn da los? Den hätte ich vielleicht sogar stehen lassen können. Weiß ich nicht. Maybe. I read you. Das war die leiseste, oder ist noch, die leiseste Beholderzellen-Infiltration, Ausschaltaktion, was auch immer, die ich jemals hatte. Und das ist ja immerhin schon die 3. oder 4. Zelle. Ich glaube, die 3. sogar erst, oder?
So, wir haben draußen noch ein bisschen was zu erledigen. Hi. Vier Leute noch, ja. Einer auf der Galerie und drei Polizisten draußen, wenn ich es richtig gesehen habe. Kann ich eigentlich ablenken? Ja, ich könnte. Ich weiß halt nicht, ob irgendjemand hier hochgucken kann tatsächlich. Ich vermute nein. Keine Ahnung, ob es stimmt. Achso, ihr habt euch alle schon bewegt. Marlin und Schütze könnten noch. I'm here if you need me. So, da ist noch ein Polizist. Who is that? Und dann fehlt aber noch einer, oder? Oder ist der... Nee, der dritte ist da drüben. Ich dachte, es wäre schon der gewesen, der da gleich vorkommt. Aber... Nope, nope, nein. That you? So, der inspiziert da den Reifen des LKWs scheinbar. Don't sneak up on me like that. So, hier oben alles gut gegangen. Das war noch so ein bisschen kribbelig. So, und jetzt darf ich halt nur keine dummen Flüchtigkeitsfehler mehr machen. Dann sind wir ja eigentlich durch, würde ich behaupten, ne? So, wo rennst denn du als nächstes hin? Nach da hinten, okay. What up? So, dann wollen wir mal schauen, ob das jemand sieht. Nee, der ist nämlich gerade an einer sehr günstigen Ecke, denke ich. Nächste Runde rennt er wieder vor ein Fenster. Diese Runde können wir ihn, glaube ich... Echt, ja, der guckt auch komplett in die falsche Richtung. Ja, da ist noch ein Polizist da. Dann müssen wir noch jemanden rausschleppen. Das wird noch mal ein kleines Vergnügen, glaube ich. Obwohl, da dürfte niemand mehr sein in der Gegend. So, wo rennst du hin? Nach da hinten. So, Ladies, guckt mal, ob da jemand in der Nähe steht. Das sieht nicht so aus. Ich wollte sie eigentlich mitnehmen, hab's aber irgendwie verkackt. Sehr gut. So, und Jonas hält mal hier hinten so ein bisschen die Ecke im Auge. Standing by for orders. So, da steht ein Bauarbeiter, der guckt. Hey.
In die richtige Richtung. Damn. Na gut. Dann warten wir halt noch eine Runde damit. Dann können wir schon mal unser Fahrzeug rufen, oder? Ja, ich will da hinten hin. Evac inbound. So, er ist jetzt definitiv zu weit weg, um was zu sehen. Und sonst scheint niemand hier zu sein. Reporting primary objective complete. Good job, team. Head back home. Tja, machen wir doch dann mal. Machen wir uns auf den Weg nach Hause. Wieder mit einer feindlichen Agentin. Im Gepäck. Jeez, I thought it was somebody else. Lief wieder hervorragend, diese Mission. I'm here if you need me. Keine Komplikation dabei. Alles easy. Oh, der kann sich noch weiter bewegen. Ja, mach das doch, Junge. So, hier auf der Seite gibt es nämlich komplett keine Fenster. Da drüben den Raum haben wir ausgeräumt. Also eigentlich müssten wir auf der Seite des Gebäudes absolut sicher sein. Ja. Zu sehen, okay, sehr schön. My skills are at your disposal. Da kommen wir nächste Runde, vielleicht sogar schon mit ein bisschen Glück. Ach, komm schon. Alle ins Auto springen und wegfahren. Na, mal sehen, ob wir das schaffen. Na, wahrscheinlich eher nicht. Marlin ist mit ihrer schweren Weste dann doch ein bisschen langsam. Da ist unser Fluchtwagen. Standing by for orders. Ja, die beiden schaffen es auch nicht. Okay. Obwohl, Indigo könnte es eigentlich tatsächlich schaffen, oder?
Nope, durch die schwere Weste nicht. Don't sneak up on me like that. I'm here if you need me. Ja, na, das freut mich doch. So, weg sind wir. Evakuieren. Primary mission successful. Ja, 7 Ausrüstung, 6 Dokumente. Mal gucken, 2,45er haben wir, glaube ich, bekommen, ne? Schwere Westen und lauter so richtig cooles Zeug eigentlich. Ja, 45er, eine Cobra haben wir bekommen, eine schwere Weste nur. Alles andere ist eine leichte Panzerung, Mark 2. Panzerbrechende Munition nochmal, sehr geil, die geben wir vielleicht Jonas tatsächlich. Ein G3 haben wir noch bekommen und Quappe. Außerdem potenzielle Rekruten wieder, Unmengen davon. Ein Beholder-Schläfer. Oh, ah, wo kommt... Von Tornado entdeckt, okay. Potenzieller Rekrut. Das müssen wir uns beim nächsten Mal unbedingt mal angucken. Marlin ist aufgestiegen. Hat einen neuen Vorteil bekommen. Haben alle ganz gut Punkte abgesahnt, wie es aussieht. Nagel. Mhm. Ja, schauen wir uns beim nächsten Mal an. Oh, Gefahr, wir müssen auch über demnächst irgendwann wieder umziehen. Aber wenigstens haben wir jetzt wieder volles Geld hier. Die Gefahr steigt nicht, weil wir gerade die Beholderzelle eliminiert haben und keine andere aktiv zu sein scheint. Passt schon, würde ich sagen. Wir machen an der Stelle beim nächsten Mal weiter. Für heute war es das, Jungs und Mädels. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn wir mal gucken, was es mit diesem Beholder-Schläfer auf sich hat. Macht's gut und bis dann. Ciao.